Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist mal wieder Zeit für ein interessantes kleines Experiment. Und zwar folgendes. Wo habe ich es denn hingelegt? Ich habe leider mein Stativ vergessen, deswegen alles mit Deppenzepter heute. Ich habe mir dieses Ding hier gekauft. Und dieses Ding, also das ist nur der Beutel dazu, ist eine extra dicke, angeblich wiederverwertbare Rettungsdecke. So, reusable. Angeblich. Soll angeblich nach Gebrauch in dieses Beutelchen wieder reinpassen. Gibt's beim Decathlon. Kostenpunkt, ich glaube 8 Euro. Können auch 7 sein. Und oh, Batman. So schaut sie aus. Und was ich zumindest jetzt schon mal ein bisschen testen wollte, habe gerade, damit ich dann eine etwas fundiertere Meinung dazu abgeben kann. Und was mir gerade auch wirklich zugute kam, weil gerade ein kleiner Regenschauer runterkam, so ein kleiner Gewitterregenschauer, ist nur ein ganz kleines Gewitter, ist egal, jetzt bin ich eh schon im Wald. Man sollte bei Gewitter nicht zwingend in den Wald gehen, aber wenn es eh schon ist und ich eine Rettungsdecke habe, kann ich mich ja vor dem Gewitter retten. Jedenfalls, wie ihr seht, das Ding ist orange und man merkt es schon. Und die ist, ich habe es jetzt nicht so ganz im Kopf, ne? Es gibt bei den Rettungsdecken ja unterschiedliche Dicken. Die Ausmaße in Länge und Breite und so weiter und so fort, die sind mehr oder weniger standardisiert. Da haben sie eigentlich, also nach dem, was ich jetzt bisher so gesehen habe, an Rettungsdecken alle die gleichen Formate. Aber was bei diesem Modell hier echt anders ist, ist, dass die so 2,5 bis 3 mal so dick ist wie ganz, 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 ganz dünne Rettungsdecken, die man sonst so finden kann. Und das fand ich jetzt wirklich interessant, weil ich eigentlich ganz gerne mit Rettungsdecken hantiere. Und mein großes Problem mit den Dingern halt ist, dass das immer nur Einweg-Rettungsdecken sind. Und nachdem man sie benutzt hat, kann man sich auch über den Hut legen. Oh. Und nachdem man sie benutzt hat, kann man sie dann mehr oder weniger wegschmeißen. Und das stört mich so ein bisschen bei den Dingern. Haha, das Gewitter kann mir nichts. Ich habe eine Rettungsdecke. Eine Survival Blanket. Entschuldigung. Wenn man eine Rettungsdecke hat, dann kommt sowas schon mal vor, dass es einen überkommt, weil man dann so unglaublich gut vor allem geschützt ist. So, jedenfalls wollte ich das Ding gerne mal als Shelter zwischen zwei Bäumen aufspannen, weil das so meine Lieblingsanwendung für Rettungsdecken ist. Neben drunter verstecken, was ja auch schon cool ist, ne? Benutze ich die wirklich gern als Shelter. Außerdem hat man sie dann mal so richtig im Einsatz gehabt. Und dann möchte ich versuchen, das Ding halt eben im Wald wieder zusammenzulegen. Nicht auf einer super glatten Fläche irgendwo im Keller zum Beispiel, auf dem Fußboden, sondern im Wald direkt und in seine Tasche zurückzubekommen. So, das ist jetzt die große Challenge, die große Herausforderung vor diese orangenen Rettungsdecken. Die gibt es ja noch an anderen Stellen und von anderen Quellen. Die gibt es nicht nur im Decathlon. Das ist jetzt halt das, wo ich die jetzt zufällig entdeckt habe, weil ich da sowieso noch eine Besorgung machen wollte. So, und jetzt stellt sich das Problem, dass ich leider Schnur heute mal ausnahmsweise nicht dabei habe, weil ich aufgrund von zurzeit häufig vorkommenden Rucksackwechseln meinen Standard-Rucksack-Inhalt mal nicht im Rucksack habe. Und wie immer dann, wenn man ihn braucht, hat man ihn nicht dabei. Oh, es regnet. Sehr gut. Ich habe ja meine Rettungsdecke. Alles überhaupt kein Problem. Kann ich kurz warten, bis es aufhört zu regnen. Dann muss ich jetzt meinen Rucksack mit einpacken. Moment. So, jetzt ist alles total survivaled. Und jetzt kann eigentlich nichts passieren. Und es ist echt warm unter dem Ding. Also ich weiß nicht, ich bilde mir ein, die wäre wärmer als normale Rettungsdecken. Eigentlich sollte dieser winzige Unterschied in der Materialdicke keinen wirklichen Unterschied machen. Aber ich bilde es mir trotzdem ein. Es ist zu 80% wahrscheinliche Einbildung, weil ich mir das nicht so ganz erklären kann, dass das wirklich so sein sollte. Aber es ist mir echt gut warm unter den Dingen, abgesehen davon, dass es langsam auch schon wieder anfängt, feucht zu werden. Weil, wissen wir alle, in einer Rettungsdecke liegt man ganz schnell im eigenen Saft. Naja, aber wenn ich das Teil dann nachher aufbaue, und ich habe leider kein Stativ, deswegen kann ich euch das dann quasi nur nachträglich zeigen, wie ich es aufgebaut habe, nicht den Aufbau selber, dann wollte ich einfach mal schauen, ob ich nicht vielleicht heute mal
meine Hutschnur opfern soll, weil ich habe schon Schnurmaterial dabei, ne, meine Survival-Schnur halt, weil folgendes, ne, das ist die Außenseite, die Seite, die normalerweise immer zu sehen ist, wenn ich mit dem Hut durch die Gegend latsche und entsprechend viel UV-Licht abbekommt, und das ist die Innenseite. Seht ihr den Farbunterschied? Ne? Also Paracord ist nicht auf Dauer UV-beständig, was dazu führt, dass Paracord früher oder später dann mal ein wenig ausbleicht. Und das heißt dann wiederum für mich, dass ich so eine Hutschnur hin und wieder mal erneuern muss. Und ehrlich gesagt hätte ich auch Bock auf eine neue, wahrscheinlich eher eine alte Farbe. Ich hatte früher schwarz-grün. Ich möchte eigentlich ganz gerne nochmal schwarz-grün haben. Für diejenigen, die nicht wissen, was an dem Ding alles dranhängt. Hier, Kompass, Pfeife, Sekunde. Und das da ist natürlich ein Fire-Stil da in der Mitte. Ne? Den kann man theoretisch anreißen mit diesem hundsmiserablen Ding. Und jetzt werden wieder Kommentare kommen, dreh es um, dann ist es besser. Nimm es raus, dann ist es besser. Habe ich alles ausprobiert. Habe ich alles ausprobiert, das ist auf allen Seiten ungefähr gleich scheiße. Also es gibt welche, ich habe da jetzt inzwischen mehrere von solchen Verschlüssen, bei denen das echt stimmt. Wenn man es rausnimmt, ist besser. Wenn man es rausnimmt, kann man besser striken und alles. Aber das Teil bleibt scheiße. Irgendwann baue ich mir da vielleicht mal einen besseren entsprechenden Verschluss ein. Ich hätte da schon einen, den man da verwenden könnte. Ein Grund mehr, weshalb ich jetzt mein übliches Survival-Hutband tatsächlich mal als Bandmaterial auflösen werde. Ich muss nur aufpassen, dass mir meine, ich weiß, ich laber viel um den heißen Brei herum, meine kleine Nadel hier nicht verloren geht, meine Anstecknadel. Die sorgt nämlich dafür, dass der Benche Tilly T3 Hut auch der Benche Tilly T3 Hut bleibt. Das ist zum unverwechselbar sein, weil kaum jemand hat den Master of Science Anstecker meiner Studienfakultät, meiner ehemaligen, meiner Alma Mater, wie man das so schön nennt. Ne? Das erschattet den Hut mit zusätzlichem Waldwissen aus sozusagen. Okay, genug gelabert, jetzt baue ich hier wirklich mal auf und dann zeige ich euch hinterher, wie es aussieht, wie man das macht, erkläre das dann nochmal ein bisschen und dann kommt eigentlich der spannende Teil, kriegt man diese Rettungsdecke wieder zusammengefaltet und wieder zurück in ihre Hülle. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, bis gleich. Ich improvisiere das jetzt mal so gut es geht ohne Stativ. Also, wenn man an der Rettungsdecke eine Schnur festmachen muss, dann muss man irgendeinen kleinen Anker in die Rettungsdecke einwickeln. Das kann, wie jetzt hier bei mir, so zwei Stückchen Holz sein. Da sollte man dann darauf achten, dass die keine scharfen Kanten haben. Noch besser sind zwei Kieselsteinchen ohne scharfe Kanten, die im Bach zum Beispiel gelegen sind. So ein Flusskiesel ist schön. Einen Klumpen Dreck kann man nehmen. Wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gern Holz. Wenn man Heringe dran machen möchte, kann man auch einfach die Rettungsdecke oben um den Hering wickeln und dann halt unten eben entsprechend nochmal eine extra Schnur drum wickeln und das dann damit fixieren. Das heißt, ich muss mir nachher noch ein bisschen Schnur zurechtrupfen. Bin echt ein bisschen unterausgestattet jetzt gerade. Aber das macht ehrlich gesagt jetzt gerade ganz gut Spaß mit dem wenigen an Ausrüstung, beziehungsweise wirklich nur mit meiner Standardausrüstung, die ich immer am Mann habe, hier jetzt irgendwie zu versuchen, das halt so gut aufgebaut zu kriegen, wie ich halt eben irgendwie gerade kann. So, heißt, wir nehmen uns eine Ecke und jetzt ist natürlich der Akku leer, war klar. Also erst Akku wechseln. Folgendes, wir nehmen uns eine Ecke Rettungsdecke, eine von der langen Seite. Ja, also das ist die richtige Ecke und da wickeln wir jetzt gerade quasi unser Hölzchen ein bisschen rein. Kann man dann vielleicht noch so ein bisschen verdrehen, sodass das Hölzchen da so einfach nicht rausgeht. Zum Beispiel so, ne? Und machen da eine Strippe drum. Schön feste Knoten. Und aufpasse, dass das halt nicht abreißt. Man hat nicht ewig viel Ecke, das ist mir auch schon mal passiert. Also schon mehrfach passiert, dass mir das dann abgerissen ist, diese Eckenkonstruktion. Und dann hat es da halt das Problem, dass die irgendwann die Ecken ausgehen, um es mal seltsam zu formulieren. So, kann man natürlich irgendeinen fancy Spezialknoten machen oder irgendeinen Wurstelknoten, da ich keine Lust habe, jetzt zu überlegen, welcher fancy Spezialknoten aus meinem bescheidenen Knotenrepertoire
da passt, habe ich jetzt den genommen. Übrigens, das ist gar kein mehrfarbiger Paracord. Da hat einfach nur der grüne, der drunter lag, drauf abgefärbt. Eieieiei. Ich glaube ganz gut, wenn ich mir da eine neue Hutschnur mache. So, gleiche Spielchen bei der anderen Ecke. So. Braucht ihr euch nicht angucken, da machen wir einen Schnitt. Okay, besonders mittig ist es jetzt nicht zwischen den beiden Bäumen, aber gut, hängt schon mal. So, Problem, erstens hat mein Hut eine Delle, das geht überhaupt nicht, furchtbar. Zweitens würde ich jetzt das Ding so ein bisschen hochspannen, das heißt mit den Heringen ein bisschen nach hinten spannen, damit ich da ein bisschen mehr Platz drunter habe, wenn ich mich entsprechend drunter setze. Das Problem ist nur wieder, Leute, nehmt genügend Schnur mit. Ich darf erstmal noch ein Stück von meinem entsprechenden Hutband nochmal abwickeln, weil dafür brauche ich noch zwei Stück Schnur. Ne? Und zwei Anker für die Folie. Muss also nochmal so zwei kleine Stöckchen entsprechend herrichten. Aber das wisst ihr ja jetzt schon, wie es geht. Ich zeige es euch dann gleich, wenn ich alles soweit vorbereitet habe. Na, ich bin begeistert. Jetzt regnet es richtig. Das ist ja eine echte kleine Survival-Übung hier. Also, wenn ich nass werde, scheißegal, dann gehe ich nach Hause. Aber das finde ich jetzt cool. Jetzt muss ich quasi versuchen, unter meinem halb aufgebauten Shelter zu Ende aufzubauen, ohne völlig durchzuweichen. Ich habe an Ausrüstung, ja, das macht mir jetzt richtig Spaß, ich habe an Ausrüstung ja wirklich bloß diese olle Plane dabei, habe ja sogar jetzt mein Hutband verwenden müssen, um entsprechend Schnur zusammenzukriegen. Und jetzt kauere ich mich hier so gut es irgendwie geht unter das Ding drunter. Ich hätte es ein bisschen tiefer hängen sollen von den Schnüren am Baum her. Das ist ja kein Problem, das kann ich alles noch verändern. Das Problem ist nur, da muss ich raus in den Regen. So wie ich hier jetzt gerade sitze, geht's einigermaßen. Problem besteht da hinten, ne, seht ihr's? Das hängt jetzt da so ein bisschen, liegt so ein bisschen auf mir auf, und wenn das Wasser dran entlang läuft, tropft das teilweise auf mich drauf, weil ich relativ weit unter das Ding habe drunter kauern müssen. Der Regen kommt tendenziell so ganz leicht von da, aber nur so ganz leicht. Eigentlich wäre es jetzt natürlich sinnvoll, das Ding jetzt in die andere Richtung abzuspannen. Dann ist aber die orangene Seite oben, und das im Grunde ist das völlig egal, aber das will ich jetzt nicht. Ich habe auch meine Prinzipien. Macht jetzt richtig Spaß irgendwie. Jetzt hört es auch schon wieder auf, oder wird zumindest weniger. Na, sehen wir mal. Meld mich, wenn es fertig ist. Oh, mein Shelter ist soweit fertig. Da könnt ihr mal gucken. Ja, schön flach, gell? Schauen wir mal von der anderen Seite. So schaut's dann aus. Und entsprechend da so ein Holzhering. Entsprechend abgeknotet. Hier, ne, ist auch klar. Gleiches System, wie ich euch eben gezeigt habe. Da auch genau das gleiche System. Und auch hier wieder Holzhering. Den habe ich jetzt hier nicht so weit im Boden. Macht nichts, die halten sehr gut. Und das heißt, ich kann mich jetzt ins Trockene begeben. Ups. So. Und wenn ich mich jetzt hier hinhocke, dann ist der Boden zwar noch etwas nass, aber sonst, so kriege ich jetzt nichts mehr ab. Ja, noch ein Stück nach hinten. Ja, bin soweit jetzt in Sicherheit. Natürlich nicht, wenn ich den Arm nach vorne strecke. Ich müsste den Arm hier so zur Seite. So kriege ich jetzt nichts mehr ab. Das einzige Problem ist, dass inzwischen der Boden, auf dem ich sitze, jetzt ein kleines bisschen nass geworden ist. Aber ich könnte natürlich jetzt noch meine Isomatte nehmen. Ja, das machen wir noch schnell. So, und damit
Jetzt Mission accomplished. Seht ihr? Hab jetzt auch eine Sitzbank. Ja, cool. Ja, ist auch recht windstabil aufgespannt. Klar, das bewegt sich jetzt ein kleines bisschen im Wind. Man kriegt es nicht hin, das jetzt so super ultra straff zu spannen, dass da irgendwie überhaupt keine Falten drin wären oder sonst wie. Die entstehen allein schon dadurch, dass man ja diese kleinen Ästchen oder halt Steinchen oder was man halt hat, da entsprechend relativ faltig in die Ecken einwickelt. Und da gibt es dann quasi, wenn man das jetzt so formulieren möchte, Sollfalten sozusagen. Aber es ist ein Wetterschutz und es schützt vom Wetter mich gerade. Also ihr hört, es plattert jetzt doch ganz gut. Alles in Sicherheit und jetzt kann ich hier ausharren, bis es aufhört. So viel Zeit habe ich nicht, aber theoretisch könnte ich jetzt hier ausharren, bis es aufhört. Oh, ich mache jetzt noch mal 10 Minütchen in den Wald lauschen und dann gucke ich, dass ich das Ding halt eben verpackt bekomme. Das ist ja das, weshalb ich eigentlich da bin. Zwecks der Verpackung. Hat es doch noch aufgehört zu regnen. Sieht jetzt auch wieder ganz stabil aus, himmeltechnisch. Und ich denke, das heißt, ich versuche noch mal das Ding zusammenzulegen, habe schon alles abgebaut, muss nur noch irgendwie einen Stativersatz für meine Kamera finden. So, also der Plan ist ja, dass ich das Ding jetzt hier im Wald zusammenlege. Das heißt, es macht keinen Sinn, es irgendwie auf den Boden zu legen und versuchen, auf dem Boden irgendwie schön zusammenzurollen oder sonst wie, weil dann landen viel zu viele Blätter, die da dran kleben bleiben oder Ästchen, an denen es kaputt gehen könnte, am Material. Und deswegen muss ich das erstmal schön ausschütteln. Bisher ist übrigens nichts kaputt gegangen, also toi, toi, toi. Noch stellt mich das Ding zufrieden. Oho. Nee, alles total seriös. Eine todernste Angelegenheit. So, wir falten einmal so. Leute, das klappt tatsächlich krass. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich bin da wirklich felsenfest davon ausgegangen, dass ich die 7 Euro sozusagen für ein bisschen Spaß und ein Video zum Fenster rausschmeiß, dass das Ding wirklich reusable ist und wirklich nochmal klein verpackbar. Wahnsinn. Also echt, das hätte ich nicht vermutet. Muss da jetzt noch ein bisschen die Luft rausdrücken. Ja, ist nicht mehr ganz so klein wie vorher, aber das kann man nun wirklich als reusable bezeichnen. Also der Begriff, das kann man so gelten lassen. Ich hole mal schnell noch die Tasche, wo es reingehört. Ja, Test. Tatsächlich. Tatsächlich. Wiegen tut es dasselbe. Packmaß ist, wie gesagt, nicht mehr ganz so winzig, aber immer noch total in Ordnung. Wahnsinn. Also, krass. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dann gehe ich jetzt heim
und packe mir hier noch ein bisschen Utensilien dazu, damit ich ein Shelter-Bauset in diesem Täschchen drin habe, mit dieser tollen Super-Rettungsdecke. Viermal Schnur, zweimal Hering, dann nehme ich noch kleinere natürlich, habe ja auch noch leichte, nicht selbstgemachte. Wahnsinn! Heieiei, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Gut, bis gleich daheim, dann zeige ich euch das nochmal im Keller.